bin ich schon wieder, die Jenny von Abstempeln hier. Hallihallo. So, ich liefere euch jetzt heute oder jetzt. Eigentlich kommen die Videos ja alle drei heute. Das letzte von drei Videos zur Onstage. So, und zwar werde ich euch als allererstes zeigen, ja, wir haben ja diese Basteltische da gehabt. Also ich möchte euch heute die Projekte zeigen, die wir da basteln konnten. Und da standen dann, waren dann die Tische für sechs Personen und in der Mitte standen dann die Materialien und eine Deko. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie gemopst. Da stand zum Beispiel dies hier und drauf, allerdings nicht in bunt. Es war komplett schwarz-weiß, so wie es hier ist, oder schwarz und durchsichtig. Und ich habe das mitgenommen, weil ich es echt so schön fand und als Andenken. Ich denke, das wird in Ordnung sein, dass wir das die mitgenommen haben. Also die Deko, das ist ja kein Ding hier. Ne? Diese hier Sachen ja auch. Und ich wollte euch nur mal zeigen, man kann auch halt diese Sachen kolorieren. Ich habe die jetzt angemalt mit den Stamping Blends und ich finde das super schön. Und das werde ich mir hier in meinem Arbeitszimmer irgendwo dekorativ hinstellen. So, und dann als nächstes, wir bekamen ja auch unser Mittagessen dort und das kam dann in so, naja, Lunchboxes, also irgendwie so unauffällige braune Kartons. Ich habe die Kamera jetzt extra mal ein bisschen weiter weg gemacht, damit dieser Karton da ein bisschen drunter passt, aber so ganz klappt es auch noch nicht. Ich wollte euch mal zeigen, was ich damit angestellt habe, und zwar habe ich mir den auch komplett bestempelt. Und ich finde, so sieht er doch definitiv sehr viel besser aus. Also er sieht von beiden Seiten so aus. Ich habe den ringsrum, ups, einmal drehen, mit Mohnblüten bestempelt. Und ja, ich finde, das kann man machen, ne? So, okay, kommen wir zu den Projekten, die wir gebastelt haben. Und zwar, ich zeige euch erst einmal, dann kriegt man immer so eine kleine, so ein in Folie verpacktes Projektset, wo dann halt die Materialien drin sind, beziehungsweise das Papier. Das erste wäre dies hier gewesen, diese Karte mit den Tulpen. Das ist dann gemacht mit dem Stempelset Tulpengrüße. Und ja, meine Karte habe ich ein kleines bisschen anders gemacht. Ich habe einen kleinen anderen Spruch drunter gemacht, ansonsten sieht sie relativ ähnlich oder sehr ähnlich aus. Ist überhaupt kein Hexenwerk, kann man machen. Also ich habe echt, wie gesagt, erst gedacht, die Tulpen, naja, das ist nicht so wirklich meins. Man könnte die jetzt von hier unten noch ein bisschen anders kolorieren, dann kriegen die ein bisschen mehr Tiefe. Aber ich habe gedacht, ich mache sie mal genauso wie hier. Nur einen Spruch habe ich einen anderen genommen. So, das war Projekt Nummer 1. Dann hatten wir natürlich die Mohnblumen. So sollte es aussehen. Und meint sie dann auch so sehr ähnlich aus. Ich habe so ein bisschen schiefer drauf gemacht, obwohl da ist es auch schief drauf. Und hier im Hintergrund dann auch die Mohnblüten gestempelt. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals, sorry. Und ich habe hier noch diese Pailletten hingeklebt. Die sind auf dem Beispielprojekt allerdings auch drauf, nur nicht so wie bei mir. Ja, die wird es auch geben, diese Pailletten. Und da ich davon noch eins über hatte, also da gab es noch eins, davon war noch ein Paket übrig. Und da habe ich dann gleich nochmal eine andere gemacht. Kleines bisschen anders. Und ja, ich finde, das kann man so machen. So, nächstes Projektset war dieses hier. Ich muss nur allerdings sagen, die Stanze hatten wir gar nicht in diesem Dings dabei. Also wir hatten nicht dieses Etikett im Prinzip. Deswegen habe ich mir dann zu Hause ein anderes gestanzt. Und auch die Karte habe ich mal ganz ähnlich nachgestaltet. Da ist hier hinten so ein bisschen Pergamentpapier hinter und die Blüten sind einfach nur aufgestempelt und die wirken ein bisschen durchsichtig klar, dadurch, dass die mit den Blends angemalt wurden hinterher.
scheint dieses Papier auch noch durch. Und ich finde das jetzt irgendwie, es sieht wirklich schick aus. Es sieht so ein bisschen transparent aus, obwohl es das gar nicht ist. So, und das letzte Projekt, was wir gemacht haben, das waren eigentlich mehrere kleine, das waren aber auch wirklich nur so Mini-Projekte. Da war nicht großartig was mit Stempeln und mit Kolorieren und so weiter. Das sind einfach halt nur so, so Karten, die kann man auch fertig kaufen jetzt in dem neuen Katalog, in dem neuen Mini-Katalog. Und dazu sind dann die passenden Umschläge dabei. Finde ich ganz süß, so als kleine Karte, als Anhänger an ein Sträußchen Blumen oder sowas oder ein Parfüm. Und da gibt es dann halt auch ganz unterschiedliche von, mit diesem Lippenstift zum Beispiel bestempelt. Also die sind komplett ohne Stempel drauf, nur dieser Streifen Farbe ist halt auf diesen Karten und auf den Umschlägen halt auch schon die Blumen und so weiter drauf gestempelt. Ja, und hier haben wir nochmal. Ja, jede Frau wird mich jetzt verstehen wahrscheinlich, oder fast jede, sagen wir es mal so. Und dazu gibt es natürlich auch den passenden Umschlag. Okay. Ja, das waren die Projekte, die wir gemacht haben. Ich werde versuchen, und ich hoffe, das klappt auch, hinten jetzt noch im Anhang so ein paar Eindrücke, ein paar Fotos und so weiter oder kleine Filmchen mit so einem mit so einer Zusammenfassung von der Onstage rein. Dahinter hängen, sagen wir es mal so. Und ja, ich hoffe, ihr kriegt so einen Eindruck und ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen auf die Reise und hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich am nächsten Freitag wieder mit dem nächsten Video melden. Bis dann. Tschüssi.